Ihr müsst aufpassen, hier ist voll. Ich bin schon mal da oben lang gelaufen. Was, echt? Da hinten kann man hochklettern. Oh. Ach, dann bist du auf dem Dach lang gelaufen? Das habt ihr, hier ist die Kurbel gewesen, oder? Ja. Oder wo ist die Kurbel? Die Kurbel war mal. Finn! Finn! Ja. Das stimmt. Aber da hinten ist noch so ein. Das heißt, die Züge sind die hier, die sind hier. Ja, von allen. Wurden hier raufgestellt und dann wurden sie so ein Kakao. Ja, was erzählt. Dass sie dann zum Beispiel bei uns tief her vorgekommen sind, dass sie dann da sind. Das ist richtig eklig. Guck, ich springe jetzt wieder. Oh. Achtung. Schaffen. Soll ich sagen, was das alles hier mal war? Ein Bahnhof. Ja, es war mein ganz alter Bahnhof und jetzt sind hier überall Ruinen und hier ist alles zu kaputt machen. Und deshalb sind wir jetzt hier, weil es hier sehr cool ist und man Sachen kaputt machen kann. Und hier leben auch Menschen, die kein Zuhause haben. Wir waren mal früher schon hier und da haben wir einen Zettel gefunden, wo der war von 1930 ungefähr. Und da standen überall Namen drauf, wann die Leute und wohin die gefahren sind. Wir waren ja bis jetzt so zweimal hier. Nein. Doch. Na du. Also mit dir zusammen war ich zweimal hier. Ich hab schon gehört. Ich war mit meinem Vater auch. Los, wollen wir weitergehen? Was ist, dass ich da reinfalle? Ich auch. Ja, dann bist du nass. Was? Es war ein alter Bahnhof gewesen, also wo die ganzen Züge immer reingefahren sind. Also wo früher die ganzen Züge dann reingefahren sind und dann ausgetauscht worden sind sozusagen. Und dann wurden die hier rangiert. Wo ist das coole Graffiti? Ach, da hinten. Ich glaube, hier waren mal Läden oder sowas. Na, wie an so einem Bahnhof. Wie so ein kleiner Imbiss, glaube ich, oder so. Ja. Ich war fast gestorben. Ja, sie ist halt fast von so einem riesigen Haus gefallen. Ich weiß noch, wo ich da reingefallen bin. Da ist keiner mal reingefallen. Ja. Hey, ja, Alex ist da an der Leiter hochgeklettert. Hä, wie das denn? Er ist von da, von dem Dach, darüber balanciert und ist dann da drauf lang hochgeklettert. Wart ihr da alleine oder habt ihr da irgendwelche mit den Eltern? Ja, ohne Eltern. Ganz alleine. So. Ja, komplett alleine. Und da hinten sind auch noch coole Graffitis, glaube ich. Trotzdem sieht's mega cool aus. Scheiße, ist weg. Ja, das sieht total cool. Nein, da drüben lag die Scheiße. Hier lag die Scheiße drüben. Die hatten mal richtig einen Bock. Warte, lass mal reingehen. Und da lag meine Leiche. Als ob. Glaub ich dir nicht, du lachst. Du bist ein Scheißnehmer. Hallo? Alter, das ist richtig gruselig. Hey, Mann, ich hab die Waffe. David, komm her. Hooligan! Hooligan! David, gib die her. Nee, komm, nee, lass mal. Das macht keinen Sinn. Die Leute, die haben, die wollen einfach nur in Ruhe lassen. Sie sind aber keine Obdachlosen, das sind nur Jugendliche. Ich glaube, da liegt überall Kacke rum. Es stinkt voll. Ja, es stinkt. Auf jeden Fall. Stinkt. Oh, der geile. Ich finde das auch geil. Lass sie reinsetzen und dann wegfahren. Nee. Hey Leute, eine Zeitmaschine. Da haben die mal dran gedreht, wo die hinfahren wollen. Ja. Ich weiß, was das für ein Auto war, ein BMW. Ich war früher öfters hier. Aha. Was kann man denn hier so machen? Mit Freunden sich treffen, viele haben ja auch Partys schon gefeiert. Und da war es eine Bühne drin, ne? Neben genau, da drin war immer Party. Wie viel gibt es denn noch? Wie viele Häuser hier? Das ist ja riesig hier. Ich glaube, hier sind um die 20 bis 30 Häuser drauf. Jetzt guck mal hier rauf. Wo ist das Moped? Das war später. Ich glaube, es war früher mal.
rechts Skate toll. Nee, das haben die sich selbst gebaut. Also ich glaube nicht, dass hier eine offizielle Skater-Anlage ist. Man so. Vielleicht von früher. Würdest du hier gerne nochmal hinkommen, wenn du so alleine bist? Nee. Oder mit einem Freund zusammen? Ja, keine Ahnung. Wenn man hier noch vielleicht irgendwas Gutes bauen könnte, was schön ist, dann ja. Irgendwie will ich das da hochgehen. Es sind Leitern auch noch drin. Innen drin kann man hochlaufen. Ja, Alter. Digga, willst du da auf den Boden, Mann? Du musst dann jeden Tag hier oben. Zu machen, ist helfen. Da sieht man es jetzt da drin. Und jetzt geht's in die Tiefe unten. Ne? Ja, wenn man bei der Hälfte ist ungefähr, dann kommt das Licht von oben wieder runter. Also man sieht dann schon einigermaßen was. Aber ansonsten geht's eigentlich alles. Nur der Dreck. Naja. Ist schlimm. Oh, man kann ja eigentlich überall rumklettern. Ich würde sagen, weil sie 50 bis 60 Metern würde ich sagen, schätzen. Komisches dahin. Gefühl, oder? Das ist ein Meter Abstand, aber man hat trotzdem relativ Schiss, vor allem wenn man drin ist und auch die Bewegung des Turms merkt. Umso höher man kommt, umso stärker der Wind ist, umso mehr merkt man den Turm. Noch schlimmer ist es, wenn man von außen dran ist, weil man dann ja. Ach du merkst richtig, wie der wackelt dann, oder was? Ja, der wackelt ganz leicht. Immer so. So leicht so ein bisschen. Eure Sachen sind da noch drin. Ist ja nicht mal. Das ist immerhin gemauert, das Turm. Ja, die Dicke von dem Turm ist ungefähr 1 bis 1,5 Meter. Also man sieht das ja von der Seite. Also ihr seid so kleine Stuntmen. Parkourläufer. Wir suchen alte Gebäude, klettern, gucken, wie je nachdem wie viel Besuch da ist, was man so alles machen kann. Also hier zum Beispiel haben wir mehrere Gebäude, Komplexe sage ich mal. Und bei denen können wir nicht alle klettern, weil zum Beispiel das Rundhaus da hinten ist einsturzgefährdet. Also da kann man nur drin rumlaufen. Bei dem hinteren weißen Haus da hinten können wir auch nicht rein. Das hat nämlich da drinnen mal gebrannt. Auch einsturzgefährdet. Aber ansonsten hier, wie zum Beispiel das hier, könnte man perfekt klettern. Ich springe! Also es ist eigentlich ganz cool hier. Und es ist auch beeindruckend. Aber ich hatte manche Sachen habe ich ein bisschen Schiss, dass es halt einstürzt. Aber ja, weil das Holz halt auch morsch ist nach der Zeit. Aber sonst, ja, ist cool. Wackeln. Ja, ja. Weil es dann runter. Das rutscht dann runter. Gar nicht, wenn du hauptgebaut richtig in den Turm rein. Wenn du es da hochschaffst. Alter, hab ich's. Wow. Okay, du musst aber mit zwei Händen machen. So ein. Ja.
So, jetzt hier. Und hier schön. Wir bewegen uns. Wir waren da. Dieser eine Kurbel. Bernhard, ich hab einen Stein reingelegt, der wurde komplett. Alex, mach du mal! Ich hab jetzt so eine. David, ich hab die Metallstange da reingemacht. Jedenfalls sieht es schön aus. Leute, man kann es aufdrehen. Man kann es aufdrehen. Voll eingerichtet. Das ist nur Unterhose. Was? Du so von denen auch. Nicht? Das ist eine Lampe. Jonas, Ketten sind nicht so gut. Jonas, rein, nicht rein! Was siehst du? Jonas, ich hab Jonas. 15 Meter in die Tiefe. Das ist mein Dach. Das muss mein Dach. Wer sind die eigentlich nochmal geschwommen? Beim Stahl haben wir vielleicht für 100 Euro. Easy? Was ist denn? Ich war der Kameramann. Bis jetzt gerade. Dann hat mein Schloss wieder. Wir treffen uns vor der Ecke da, ja? Ja. Ich hab noch nie einen Helm. Ich bin seit kleines Kind nicht ein Helm. Ich bin ein halbes Minute auf dem Hinterrad. Ich bin ein halbes Minute auf dem Hinterrad.